ist der Unterschied? Der Unterschied ist die Liebe zu dieser Person. Liebe macht Opfer einfach. Liebe versüßt die Arbeit. Liebe ermöglicht manchmal sogar eine gewisse Arbeit, die man ansonsten niemals schaffen würde. Ja, warum gab es Sahaba, die sich zwischen den Propheten sallallahu alaihi wasallam und den auf ihn zufliegenden Pfeil in der Schlacht, ja, geworfen haben, damit sie mit ihrem Körper Schild werden für den Pfeil, der sonst den Propheten sallallahu alaihi wasallam getroffen hätte? Wie wird man so? Wie wird man so eine Person? Ja, wie kann man sich selber opfern für jemand anders? Wie schafft man das? Wie kann man jemanden folgen, obwohl jemand etwas vielleicht gebietet, was vielleicht ein bisschen schwer ist? Ja, was vielleicht Opfer mit sich bringt? Was vielleicht Stärke des Charakters verlangt? Wie kann man so jemanden folgen? Wie kann es leicht und versüßt werden, so jemanden zu folgen? Schlüsselwort: Liebe. Ja, und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihr müsst meine Person lieben, weil ich bin nicht irgendjemand. Ich bin der Gesandte Allahs. Ich zeige euch den Weg, der zu eurem Schöpfer führt. Ja, und das ist also ein ganz, ganz wichtiges Thema.